Guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Es ist heute der 20.04., es ist 21.12 Uhr. Hä? Wir spielen wieder mal Rasenmäher-Simulator, nachdem Till es aufgegeben hat, U-Boot-Simulator zu spielen, weil der eine Traktor verschwunden ist. Der hat sich so ist gut der versteckt. Echt im Wasser? Ich hatte aber eine letzte Aufnahmesession, ne? Aber ich habe den geresettet. Das ist ja das Ding, ich habe den geresettet. Ich hatte teilweise so Probleme mit dem Traktor, dass der irgendwie. Dass du ihn versenkt hast. Gib's doch zu. Ja. Nee, aber wir hatten ja vorhin noch das Thema oder angeschnitten das Thema bezüglich Produkte und Marken und Co. Und ich habe da schon angeschnitten, wenn ja jemand ein Produkt auf den Markt bringen möchte, dann will das zuerst das Ding in der Küche, also so gesehen in der Küche der Probierküche, Testküche, irgend sowas gemacht, ne? Natürlich mit den besten Zutaten der Welt, dass ein Burger zum Beispiel etwa 130 Euro kostet. Also die Zutaten für den Burger. Achso, ich dachte der Burger selbst. Aber die Zutaten sind ja teurer als der Burger am Schluss, oder? Und dann am Schluss, wenn das dann die Testphase so gesehen überschritten hat, hey, es ist ein gutes Produkt, wir können das bringen, dann wird jede Zutat auseinandergenommen und wie können wir das Ding am günstigsten machen? Zum Beispiel bei Pesto, anstatt Basilikum nimmt man Petersilie, weil Petersilie fünfmal günstiger ist als Basilikum. Ja, fügt dann einfach Basilikumkonzentrat oder Aroma hinzu, damit es nach Basilikum geht. Viel zu teuer. Junge, Konzentrat, da ist gar kein Basilikum. Ja, vielleicht, wenn drauf steht mit Basilikum, dann ist vielleicht ein, zwei Blatt drin. Oder weißt du, was mich komplett hart abfuckt? Volvic. Nein. Volvic Ingwerwasser. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber Volvic ist das immer nur ein. Volvic. Eigentlich, wir sagen immer, it's just for fun, Volvic. Ist das einfach ein Wasser? Ein Aromawasser oder was? Die verkaufen auch normales Wasser. Das ist so eine Getränkemarke neben Evian und blablabla. Ah, das sind ja die ganz günstigen, ne? Ich glaube, ja, das ist das Volvic, die sind dann so 3 Franken oder so für eine Halbliter Flasche. In der Tankstelle. Das, aber immer noch arschteuer. Ja. Naja. Wie, hast du mal Fidschi-Wasser getrunken? 5 Franken, weil das Wasser ja angeblich von der Fidschi-Insel kommt. Warum soll ich für ein Scheißding? Wenn ich meinen Wasserhahn anlasse, einen halben Liter trinken, ich habe nicht mal 5 Rappen dafür bezahlt. In der Nebenkosten. Ich glaube, ein Kubik ist, glaube ich, 1,20 oder so. Ein Kubikliter. Irgendwo um einen Schweizer Franken. Aber das ist, Ding ist halt eben. Ist ein Kubik nicht gleich ein Liter? Nee, 1000. Junge, ein Kubikmeter ist 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Hoch 3, ne? Ja. Ah, Kubikdezimeter ist 1 Liter. Mhm. Ja, jetzt hat's kleiner Schulausflug kurz gemacht. So. Aber, oh ja. Jetzt um darauf zurückzukommen, zu diesem künstlichen Ding, wenn ich Volvic trinke, ich mag eigentlich Wasser mit Ingwer, ich feiere das. So, selber gemacht, aufgebrüht. Da ich aber manchmal zu faul bin oder wenn ich eine Ingwerknolle kaufe, die ganze Knolle, ich nehme vielleicht die Hälfte, verarbeite ich, die andere Hälfte wird dann faul und dann kann ich sie wegwerfen, ist auch schade. So, deshalb kaufe ich mir Ingwerwasser. Wie jetzt? Warum verfault das Ding, Ingwer? Das trocknet doch aus, fertig. Bei mir fängt es an zu sprießen mit grünen Blättern und so. Dann, okay. Hat grüne Knollen am Schluss. Speziell. Bei mir fängt. Das ist bei mir allgemein das Problem. Ich kauf Zitronen, 1-2 Tage später verschimmelt. Ich kauf Erdbeeren, 1-2 Tage verschimmelt. Ich kauf Früchte, Gemüse, 1-2 Tage verschimmelt. So, ja, toll. Interessant. Also wirklich interessant. Da frage ich mich, ob es momentan einfach nur Shit-Quality auf dem Markt gibt oder ob die Früchte einfach so das Gefühl haben, ja, nee, heute nicht guter Tag.
Also aktuell ist es ja eh so, weil Saison und so ist ja alles eingelagert, ne? Ja, ich hab so gemerkt, wenn ich zum Beispiel die Erdbeeren in den Kühlschrank stelle, die sind eine Woche gut. Wenn ich es nicht tue, sind sie 2 Tage gut. Ja gut, warum kaufst du jetzt Erdbeeren? Wenn ich mal fragen darf. Jetzt? Ja. Wo? Wo Saison? Frühling, Sommer, Saison. Der Sammelwagen erlaubt nur Bahnen von derselben Größe. Willst du mich verarschen? Was haben wir denn hier für eine Größe? Ja. 1,50. So, aber um es auf Wolwegwasser zurückzukommen, ich feiere den Geruch von Ingwer, das tut auch gut im Hals, jetzt wo ich so lange Halsschmerzen habe. Aber das Wolwegwasser, ne? Das ist ja mal der Mega-Abfuck. Denkst du dir, okay, ich kaufe Wasser mit Ingwer drin, so ein bisschen, weißt du, so der Geschmack, man kennt es ja so, ein bisschen scharf, ein bisschen lindernd für den Hals. Fehlanzeige. Du könntest meinen, die haben einfach Wasser und Pfeffer mit kombiniert und ein bisschen gelbliche Farbe reingeballert. Mehr ist da nicht drin. Du spürst was Scharfes, aber das riecht nicht nach Ingwer. Das ist einfach die Schärfe vom Ingwer nachgeahmt. Da schreiben sie aber noch kleingedruckt hin, 1,8% Ingwer-Extrakt. Ja. Doch gut, oder? Genau das gleiche Guacamole. Weißt du, wie viel Guacamole in einem Guacamole-Dip drin ist? Ja, viel zu wenig. 3 oder 4%. 3 oder 4%. Wenn's hochkommt. Ich frag mich, was ist der Rest, den du isst? Paste? Brennpaste? Hast du das Ding von... Besser ist der ZDF. Genau, hast du das gesehen? Ja, das war traurig. Ja. Weißt du, wie viel Avocado ich in Guacamole reinballer? Ja, die ganze Scheiße, oder? 100% Guacamole. Vielleicht kommt Avocado. Irgendwie noch... Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, vielleicht. 100%, ich pack in Guacamole 100% Guacamole rein. Nee, Avocado. Stimmt aber auch. Ich pack bisschen Olivenöl, bisschen Chiliflocken, Avocado verkleinern, fertig. Mein Guacamole-Tipp. Tipp. Ich gebe noch, glaube ich, ein bisschen Zitrone zu. Ja, das behält die Farbe dann so schön grün, das stimmt. Sonst wird das schnell schwarz und so. Aber auch der Geschmack finde ich geil. Ja. Du kannst eigentlich mit bisschen Salz, Pfeffer, Chili, kannst du mit der Guacamole... Die Avocado ist zwar geschmacksneutral, aber sie liefert dir so viel geile Nährstoffe. Und wenn du das dann so ein bisschen und kombinierst... Und Öl. Ja. Und dann sehe ich 3,3%, 4% Avocado in der Das ist genau das, Dip. Ne? In Industrie halt. Man nimmt ein Produkt, das man in der, sag ich mal gemacht hat, ne? So. Und was kann man alles günstiger gesehen ändern, dass es günstig ist? Dass es erstens A, mal industriell fertigbar ist, weil Avocado ist totaler Scheiß für die Produktion. Erstens einmal, zweitens ist es scheiß teuer und lagerhaltig ist es auch nicht. Also muss man zuerst mal dauern. Und die vierte Option ist immer wieder. Ja, die Umwelt. Man will nicht viel zahlen. Nee, nicht immer. Man will nicht viel zahlen. Ne? Man muss möglichst günstig sein. Was dann am Schluss das Produkt gar nicht mehr mit Guacamole oder Avocado zu tun hat, spielt keine Rolle. Das Ding muss einfach scheiß günstig sein und viel Profit raushauen. Der Rest ist Wumpe. Und mit Zusatzstoffen und Co., mit viel Wasser, Bindemittel, irgendwelches Kernnussmehl, irgendwas, das Wasser noch mehr bindet, kriegt man halt Masse her. Ja. Ist zwar schade, aber so ist nun mal das Leben, ne? Genau das gleiche wie Nutella. Nutella war mal vor 10, 15 Jahren so intensiv fein vom Geschmack her. Keine Ahnung. Mittlerweile ist vielleicht 4 oder 5% Haselnüsse drin. Der Rest ist einfach nur Palmöl. Und Fett bestimmt nochmal mehr Palmöl. Und Palmfett bestimmt auch noch drin, oder? Ja, das meine ich mit Öl. Ach so. Aber du hast recht, Palmfett, ja. So. Palmöl und Palmfett wahrscheinlich, beides. Ja, genau, in der Kombi. Weil das erhöht ja die Cremigkeit, aber das Palm
Öl und Palmfett hochkrebserregend ist und dafür einen ganzen Regenwald gefällt werden muss, nur damit ein paar Spacken am Morgen ihr Nutella reinballern, was nicht mal mehr Nutella original ist. Ja, geil. Ich esse es ja zwar selber auch ab und zu, aber ja, ich habe mittlerweile herausgefunden, zum Beispiel die Alternative von Milka ist gesünder. Die ist anstatt mit Palmöl und Palmfett mit Sonnenblumenöl bestückt. Und es gibt ja auch das nicht UFO-Maltine, ne? Gibt's ja auch noch. Oh, die ist der absolute Wahnsinn. Aber halt, es ist zwar eine Schweizer Firma, die fliegen nicht so schnell auf, wenn die Scheiße reinballern. Aber ich bin davon überzeugt, auch UFO-Maltine trickst. Klar, jede Firma. Klar, es riecht intensiver, es riecht cremiger. Du merkst so, ja, ich esse jetzt nicht irgendeine Kacke, sondern Kacke mit Vitamine. So, nein, auf jeden Fall, du merkst, da ist schon ein bisschen bessere Qualität dahinter. Aber nur weil es teuer ist, heißt das noch lange nicht, dass es besser ist. Ich habe letztens mal einen Bericht gelesen. Es gibt ja dieses Mineralwasser San Pellegrino und Knutwiler und Mbütschi und so. Ja, kann sein. Jetzt haben die mehrere Mineralwasser analysiert. Dann kam Macht raus... Macht doch der Hahn auf. So, wo muss ich die Ballen hinbringen? Sag mal. Noch nicht, die müssten zuerst gegärt werden, 2 Monate. Muss ich die also auf dem Trecker... Nein, noch nicht. Einfach warten. Habe ich schon. Sorry. Ah, kein Ding. Das passt schon. Kannst du einfach drauf lassen. Das Ding ist, die teuren Mineralwasser, wo so steht, ja, aus dieser Quelle, aus nachhaltiger Quelle und bla bla bla, schlag mich tot. Was es da mittlerweile für Werbesprüche gibt. Die enthalten giftige Stoffe. Weißt du, welches Wasser am besten abgeschlossen hat? Keine Ahnung. Und das Wasser vom Aldi für 25 Rappen, die Flasche. Wahrscheinlich machen die auch den Hahn auf, leeren das Wasser rein und fertig. Ja, machen so Soda-Stream. Ey, das wäre der Wahnsinn. Ich kaufe mir einfach Soda-Stream, sammle alle leeren PET-Flaschen, hol mir eine Etikette-Druckmaschine und druck mein eigenes Wasser. Und schreib drauf, aus dem Tiefen der Schweizer Alpen und verkauf's in Ausland. Ja, legitim. Und verkauf's fürs Fünffache für das, was ich jetzt den Aufwand habe. Grundsätzlich legitim, oder? Also jetzt wirklich mal. Also, der größte Skandal ist dieses Olivenöl extra vergine. Was ist denn da für ein Problem? Extra vergine heißt eigentlich hohe Qualität, so ein bisschen übersetzt. Halt ist kalt gepresst, oder? Irgendwie so. Ja, ich glaube, ja, absolut. Nur leider, eigentlich wäre das ja von der EU verteiltes Zertifikat, so. Nur leider kann jeder Spacken das einfach draufdrucken. Bis eine Lebensmittelbehörde das nicht überprüft, darfst du das einfach draufdrucken. Man kann sogar seine eigene Siegel machen, ne? Nur mal so vorne weg. Ja, also ich mache auch mal so mein eigenes Bio-Siegel. Und dann denken die Leute, oh geil, ich esse Bio. Dabei ist es nur ein eigen erfundenes Siegel, was ähnlich aussieht wie das Original. Aber weil es nicht das Original ist, ist es rechtlich legitim. Das geilste letztes Mal habe ich gefunden. Mhm. Gekennzeichnet vegan. Ach, Wasser ist vegan, ne? Wusstest du schon? Nee, ist es nicht. Es enthält Mineralstoffe, die nicht vegan sind. Steht aber drauf, vegan. Echt? Okay, krass. Mhm. Da steht... Ey, Junge! Du weißt, dass wir Schaden kriegen an den Fahrzeugen. Ich hupe! Ich hör's nicht. Ja, meine ist wahrscheinlich zu leise. Egal.
Auf jeden Fall, da steht, ist vegan. Auf der Rückseite steht, kann Spuren von Eichelb enthalten. Aber es ist vegan. Ja. Alter, das ist das genau das gleiche, wie wenn ich schreiben würde. Dieses Kabel, dieses Kabel ist zertifiziert und ist IP65, also wasserdicht. Junge, ich kann, ich bin Jesus, guck mal. Ja, ich seh's. Also es ist das gleiche, wie wenn ich schreiben würde, ist wasserdicht, kann aber Wasser kann einfließen. Trotz Wasserdichtheit. Ich weiß nicht, ob das genau so ist, wie es ist. Junge, du kannst mal den kleinen Transporter vielleicht mal resetten. Den habe ich jetzt kurz gewaschen und der muss getrocknet werden, aber der will nicht mehr raus. Okay, der muss getrocknet werden, okay. Der hat ein bisschen Probleme. So, kannst ihn abholen. Bitte holen Sie das Kind in der Spielabteilung im Hold Bay Room ab, bitte. Junge, die sind beide noch. Die sind beide nicht sauber. Die müsste man auch mit dem Kercher putzen. Nein, wir kaufen uns jetzt keinen Kercher. Oder doch? Oder ist das nur, nur das Nasse von. Weil ansonsten ist das Ding ja sauber. Also sehe ich auf jeden Fall. Das könnte sein. Schaden 3%. Schaden 1%. Ja, machen wir zuerst den einen, den wir hier mehr Schaden haben. Weg damit. Komm. Wir fahren mit der Autobahn, Autobahn, Autobahn. Sanchez. Nee. Soutez le produit localisé. Zum Glück haben wir Corona nicht mehr bei uns in der Schweiz. Das ist doch mal was einziges Schönes in diesem Jahr. Bis jetzt. Vielleicht gibt es noch andere Probleme, aber Junge, wir haben es gut. Hey, bitte was? Corona ist an der Schweiz nicht mehr. Das ist gut. Macht das halt an der Grenze. Ja. Kehrt es um, weil es gemerkt hat, hier ist die Schweiz. Wir haben kein Corona. Wenn es nach unseren 7 Zwergen im Bundeshaus geht, schon. Oder so ähnlich. Ja, dieser Affenzirkus da. Junge, die können uns hören. Bitte sehr. Bitte gepflegter Ton. Hallo, Bonsoir. Entschuldigung, Entschuldigung. Herr. Buonasera. Herr und Frau Affenzirkus. Schweizer? Patrick, bitte. Ich schieb mal die Dinger ein bisschen rum, ne? Da muss man auch alles immer selber machen. Ja, sie müssen hier in der Schweiz alles selber machen. Ja, ja. Hier wird noch von Hand gearbeitet. Hier ist harte Handarbeit dran. Naja, Handjob kriegen wir auch alle durch. Solange es kein Steve Jobs ist, ist alles gut. So. Den anderen noch holen. Brumm, brumm. Was ist los? Hast du Probleme? Ja, ich hab Krämpfe. Ein Leistenbruch? Vielleicht Nein. schon, also. Wie jetzt? Ich hab Krämpfe vom nur 17 km/h fahren. Hey, Junge, ich hab grad einen 100 gemacht. Ich hab gerade einen 100 gemacht, was? Bitte, wie? Ja, nicht ein 360, sondern nur die Hälfte. 180. Ja, eben. Hab's doch gesagt. Ja, das machst du sehr gut. Spielst du Rocket League mit Heuballen? Ach so. Okay. So. Ich hol jetzt extra den nächsten, ne? Oh, nee. Jetzt kommen wir hier ran an den Pott. Wo ist das nächste Opfer hier? Du weißt schon, dass ich diese Ballen nachher mitnehme und verkaufe. Schade. Ich bin hier voll im Anmuts
So. Junge! So, jetzt aber hoppsa und raus. Das ist platzsparend parkiert, ne? Sehe ich da, das kleine Vehikel wurde wieder verstört. Ah! Ja, mal, wir müssen hier mal rein. So, jetzt kann es losgehen. Wow! Junge, du schrottest aber richtig, ne? Ich muss da durch. Sorry. Ging nicht anders. Oh. Das Ding muss so eine Frage. Nein! Ich bin drin! Was passiert, wenn du jetzt zurücksetzt? Geht nicht, oder? Nee, wenn du drin bist, kann ich nicht zurücksetzen. Zurück! Kann ich nicht zurücksetzen. Die double du double die tappa du pu 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 Damit Sie die können. Zeit vorbeigeht. Ja, wir sind auch die Zeit voraus. Oder der Zeit voraus. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Alles geht Gas. Und wir sind am Folgenende. Dann tschüss und ciao.